Hallo meine lieben Gamer, willkommen zur Pixel Show 192, dem wöchentlichen PlayStation-Format mit News, Fragen, Antworten und diesmal dem Wochenthema The Crew 2, ein Wochenthema, das heute diesmal überhaupt nicht gut ankommt, was mich echt überrascht, aber sei es wie es ist. Wir gehen erstmal kurz zu den PlayStation-News und da gab es diese Woche relativ wenig Neues. Ein neues Erscheinungsdatum für Shenmue 1 und 2, das kommt schon am 21. August raus, also quasi zur Gamescom mehr oder weniger. Onrush ist dieses Wochenende jetzt kostenlos spielbar, falls ihr da Bock drauf habt. Das wundert mich auch ein bisschen, da ist erst vor einem Monat als Vollpreisspiel rausgekommen. Jetzt könnt ihr es zumindest ein Wochenende schon mal gratis spielen, was bedeutet, es hat sich schlecht verkauft. Und dann noch eine Aussage von Ubisoft, The Division 2 wird auch solo spielbar sein. Das ist doch mal nett, obwohl es natürlich ein Online-Titel ist, aber man kann es trotzdem solo spielen. Bisschen auch wie The Crew 2. Um mal den Bogen zu schlagen zum Wochenthema. Jetzt gehen wir gleich mal in den PlayStation Store und gucken mal, was es alles gibt. Wir fangen an bei erstmal den PlayStation Plus Spielen des Monats. Die sind jetzt rausgekommen und da gibt es vor allen Dingen drei interessante Sachen. Absolver gibt es als erstes mal für PS Plus Leute ein. Ich habe es letztes eigentlich eh schon gesagt. Es ist ein. Es ist eine ganz komische Mischung aus Online, Prügelei, Action, Adventure und ein bisschen Rollenspiel. Es ist sehr, sehr strange und ein bisschen PvP, also viel PvP. Ich habe das beim letzten Mal eh schon mal erwähnt. Heavy Rain, absoluter Pflichttitel, wenn ihr auf filmische Spiele steht. Jetzt muss ich hier doch irgendwas eingeben. Spiel von Quantic Dreams, dem Entwickler von Detroit Become Human. Und das ist im Grunde ein futuristischer Krimi, den ihr da spielt, der eben cineastisch aufgemacht ist und eben wo auch jede Entscheidung zählt tatsächlich. Ist wirklich so. Dann haben wir noch Space Overlords. Ja, das ist einfach so ein Indie-Spiel. Viel interessanter noch Call of Duty Black Ops 3, nicht 4, sondern 3 gibt es aktuell gratis für PS Plus Leute noch bis Mitte Juli. Das ist so ein Spiel, das ist so quer reingekommen zur E3. Hier haben wir es. Vom 12.06. bis 11.07. Habt ihr noch Zeit, euch das kostenlos zu holen für PS Plus? Außerdem schauen wir noch in die Neuheiten rein. Es gibt wenig Neuheiten diese Woche, eigentlich fast gar nichts. Es gibt wieder irgendwelche Loot-Box-Packs, die eigentlich nicht interessieren. Was vielleicht noch ein bisschen raussteht, ist Red Faction Guerilla Remastered Version. Remastered, super Wortspiel. Nein, Red Faction Guerilla, eigentlich ein PS3-Spiel. War das was, PS3 oder was PS2? Auf jeden Fall Remake von Red Faction. Das ist auch eine Serie, die hat es irgendwie auch plötzlich, war die weg. Hat es plötzlich keinen mehr interessiert. Außerdem Kingdom Come gibt es endlich eine neue Erweiterung, falls überhaupt ihr Kingdom Come noch spielt. Nämlich From the Ashes heißt die Erweiterung für 10 Euro. Und ansonsten, es gibt echt nur so Lala-Zeug. Typisch Juli, es ist einfach aktuell tote Hose im Store. Also nicht wirklich tote Hose, aber es sind eher so Kleinzeugs, was hier so auftaucht. Eigentlich nicht wirklich interessant. Und deswegen geht's gleich rüber zu den Pixel News. Und zwar den News rund um den Kanal. Und da muss ich jetzt ganz kurz nochmal kleine Werbung einschalten. Patreon. Ich muss mal wieder Patreon ein bisschen mal erwähnen. Also, Patreon läuft jetzt seit einem Monat und das ist eigentlich relativ gut. Ich bin da echt zufrieden damit. Aber wenn ihr auch Bock drauf habt auf Patreon, ich mache auf Patreon exklusive Posts und auch Videos und auch Google Hangouts. Speziell für Patreon-Unterstützer. Und ganz unabhängig hier von diesem Kanal. Der Kanal läuft natürlich weiterhin, ganz wie er ist. Aber wenn ihr darauf Bock habt, ich habe es unten in der Videobeschreibung auch drin, den Link zu Patreon. Und das kostet mir auch ein bisschen Zeit natürlich, aber das mache ich natürlich zusätzlich zum Kanal, logischerweise. Ansonsten gab es diese Woche ein neues Video, nämlich eine neue Hardware, nämlich mein neues Mikrofon, das Blue Yeti Mikrofon. Hier ist die Packung zumindest. Das Mikrofon ist nämlich schon aufgebaut im anderen Zimmer, im anderen Raum. Und da gibt es ein Unboxing und einen gleichen Hardware-Check mit Ton-Check, wo ihr gleich mal hören könnt, wie der Unterschied ist mit und ohne. So,
Und dann können wir eigentlich gleich rübergehen zum Thema der Woche. Das ist The Crew 2. Und The Crew 2 kommt bei euch gar nicht mal so gut an. Ich glaube, es sind ungefähr, glaube ich, nur 2 Kommentare, die sagen, wow, super Spiel. Und alle anderen sagen so, interessiert mich nicht oder ist es schlechter als Teil 1. Wundert mich, dass das so ist. Aber ist so, schauen wir mal rein in eure Comments. Weil ich spiele es eigentlich ganz gern. Ich meckere zwar gerne drüber, aber ich spiele es auch gerne. Also, los geht's mit dem Sablo, der schreibt, The Crew 2 lässt mich kalt, hab Teil 1 gespielt und mir nicht gefallen, worauf ich es verkauft habe. Okay, was besonders merkwürdig war, dass bei The Crew einige Wagen gibt, die echt Geld kosten. Was ich mir aber von Ubisoft wünsche, wäre ein neues Driver, aber das wird wohl nichts mehr. Ja, das stimmt, Driver wird es nicht mehr geben, glaube ich. Ja, vielleicht irgendwann mal. Wenn man bedenkt, dass Watch Dogs ursprünglich ein Driver geworden wäre. Ja, das nächste große wird sowieso Watch Dogs dann wahrscheinlich, also nachdem jetzt natürlich ein Assassin's Creed kommt und so weiter. Allgemein fällt mir auf, ich mag Ubisoft-Spiele richtig gerne inzwischen. Vor ein paar Jahren war das so ziemlich crappy oft. Vor 10 Jahren war von Ubisoft kam es echt nur ziemlich viel Mist, ganz ehrlich. Nicht alles, aber vieles. Aber inzwischen ist die Qualität wirklich von fast allen Produktionen, was die machen, echt richtig hochgegangen, habe ich so das Gefühl. Naja, egal. Weiter zu The Crew und den Gamers-Check, der schreibt, also sorry, wenn ich das so sage, aber mir hat der Vorgänger viel besser gefallen, nicht nur wegen dem Tuning, auch wegen den ganzen Sehenswürdigkeiten. Die Story scheint mir auch kurios zu sein beim zweiten Teil, achso, ja. Da hat die mir vom ersten viel besser gefallen, ja. Zwar hat man jetzt auch Boote und Flugzeuge dabei, aber sind wir mal ehrlich, 90% wird man eh nur Autos nutzen. Denke nicht, dass The Crew 2 ein Hit wird. Die Story ist komisch, ja. Also die Story, ich finde sowieso Story sowieso überflüssig. Also bei Rennspielen brauche ich absolut keine Story. Ernsthaft, Leute. Ich weiß, manche stehen da drauf, auch bei Need for Speed braucht man eine Story. Oder bei The Crew, aber die sind mir völlig, das ist mir völlig egal. Selbst die ganzen Laiendarsteller, die man da trifft, die will ich gar nicht sehen. Ich will einfach nur fahren oder fliegen. Ja, ob es ein Hit wird, ich weiß nicht. Mal sehen wir mal. Kevin, ich weiß nicht warum, aber irgendwie begeistert mich das Spiel nicht. Hatte auch mit dem ersten Teil nichts am Hut. Mal gucken, ob ich dafür noch Interesse finde. Mhm. Gripkeeper, ich kann nicht verstehen, wie du in deinem Stream so über The Crew 2 gelästert hast. Das Spiel ist der Burner. Allein das Fliegen macht mir so derbe Spaß, dass ich das so lange gemacht habe und alles andere vergessen habe. Mir macht es wahnsinnig Spaß, über die ganze Map zu brettern, wo man außerdem Unmengen Super-Loot-Boxen findet. Dann, wenn dir das Fahrverhalten zu arcadig ist, stell doch mal die Hilfen aus, dann ist das besser als Forza 7. Denn auch in The Crew 2 kannst du alles einstellen. Ja, das weiß ich ja. Dann rate ich sowieso erstmal die Karte zu erkunden, was es da alles gibt. Ist schon in der Wahnsinn, die ganzen Aufgaben. Dein Video hatte ich mir angeschaut, konnte nicht fassen, wie beschissen du gefahren bist. Mit dem Boot war der Hammer, das Rumgeeier. Ich finde das Spiel super und kann es jedem ohne schlechtes Gewissen empfehlen. Ein Tipp noch an die, die spielen, wenn ihr Lootboxen öffnet, macht dies mit dem, wo ihr leveln wollt, auch wenn es ein Boot ist. Auf Land ist es egal, erst auf Boot Lootbox öffnen, dann wieder zurück zu Auto und so weiter. Loot geht automatisch zu Boot. Ach so, ja, okay. Ich finde es so geil, dass das Spiel, dass ich es für Xbox One Gold Version und PS4 Gold Version Gold gekauft habe. Moment mal, du hast das Spiel zweimal gekauft? Alter. Okay. PS, bist ein super YouTuber, aber spiele bitte Crew erstmal intensiver, dann wirst du deine Meinung schnell ändern. So. Okay, gut, mit dem PS hast du es gerade noch gerettet. Nee, pass auf. Es ist so, ich meckere gerne in dem Livestream. Vor allen Dingen im Livestream meckere ich gerne. Das mit dem Boot habe ich am Anfang in meinem Video auch noch nicht ganz kapiert, wie ich damit vernünftig fahren kann. Aber nein, ich spiele es ja gerne. Es ist ja so, ich spiele es ja gerne. Es sind nur immer so Kleinigkeiten, die einem auffallen, über die meckert man. Das, was einem gefällt, das erwähnt man nie. Das ist selbstverständlich. Und das, was so Kleinigkeiten, das ist dann so ein... So, ja, ich werde auf jeden Fall das noch weiterspielen, wie gesagt. Ich habe auch selber Bock drauf, kurz gesagt. So, mit dem Fahrverhalten, das weiß ich auch mit den Fahrhilfen. Ich glaube, ich muss sowieso bei allen Autos mal die Fahrhilfen ausstellen, weil die nerven mich total. Also das Fahrverhalten nervt mich an sich einfach. Aber ich sollte mal machen, ja. So, Salanzlos, interessiert mich 0%, um ehrlich zu sein. Schreibst du für The Crew 2. Der Kilian, ich habe mit The Crew 1 gespielt, fand es grundsätzlich gut. Ich fand es die Idee cool, dass man in der ganzen USA herumfahren kann. Sehr wahrscheinlich werde ich mir The Crew 2 holen. Daniel, die eigentliche Frage ist, ob bei mir The Crew 1 oder auch 2, ob The Crew 1 oder auch 2 die Leute begeistern können, auch wenn diese typische Gran Turismo-Spiele sind. Naja, so Leute, die Gran Turismo spielen, die werden mit The Crew nichts anfangen können, so wirklich. Also, weil es ist ein anderes Spiel. Ich würde sagen, Leute, die Need for Speed mögen und Bock auf Need for Speed haben oder Forza Horizon, die werden mit The Crew viel anfangen können. Ja, definitiv.
eigentlich hier für ein Krach draußen? Was ist denn da los? Also es gibt ja schon seit Ewigkeiten keinen Krankenwagen mehr, weil da bin ich ja weggezogen vom Krankenwagen, der immer vorbeigefahren ist. Aber jetzt habe ich hier zwischendurch mal irgendwie einen LKW, der vorbeifährt. Strange. Jenny, ich finde, es ist ein super Spiel. Es gibt so viele verschiedene Disziplinen, dass einem nicht so schnell langweilig wird. Schade finde ich es, dass es keinen Multiplayer gibt. Hä? Hoffe, spätestens mit dem ersten DLC kommt einer dazu. Die Kampagne habe ich schon fast durchgespielt. Ich denke, für mich ist das beste Spiel des Jahres. Moment mal, das Spiel ist ausschließlich Multiplayer, aber du spielst da durchgehend online und da tummeln sich andere Spieler, ich glaube 8 sind es, auf jeden Fall auf deiner Karte und du kannst zu jedem Rennen eigentlich Kumpels oder Leute aus deiner Freundesliste einladen. Das weißt du hoffentlich schon. Also die PvP-Disziplinen, die kommen vielleicht noch. Das war beim ersten Teil doch auch so. Da kam doch auch Zeug da hinterher noch. Aber... ja. Dark Player. The Good Wife ist für mich der beste Teil, der für mich rausgekommen ist. Es macht extrem Spaß und die Grafik ist der Hammer. Natürlich finde ich es extrem cool. So lustig, wie du extrem schreibst mit D. Extrem. Extrem. Das ist mit Dialekt scheinbar geschrieben. Finde ich es extrem cool, dass man Helikopter, Flugzeuge, Boote und Autos jederzeit wechseln kann und die Story finde ich gut. Ja, das Wechseln ist auch super geil gemacht eigentlich. Der Wechseln zwischen den ganzen Fahrzeugen, ja, sehr nice. Weiter geht's mit dem Raphael, der schreibt, ich finde den zweiten Teil genial, es hat vollkommen meine Erwartungen getroffen, finde das Game genial, auch wenn es leider nicht andere nicht gut finden, aber die Geschmäcker sind ja verschieden, das stimmt wohl. Joscha, ich muss sagen, dass mir The Crew 2 richtig Spaß macht, habe es mir vorgestellt, fand den ersten Teil schon super, aber an The Crew 2 kommt so schnell nichts ran. Ich glaube auch, dass es Forza Horizon 4 dieses Jahr schwer haben wird gegen The Crew 2, weil The Crew 2 die ganze USA, die man komplett frei befahren kann und man hat 16 Motorsportdisziplinen, um es kurz zu machen, The Crew 2 ist geil. Okay, es kommt doch noch positiver weg, das Spiel. Bin ich doch und doch überrascht, ja. Also, ihr schwärmt schon davon, ja. Mal sehen. Ich bin auch gespannt auf Forza Horizon 4, das jetzt hier auch noch kurz angesprochen wurde. Mal sehen. Forza Horizon hat ja immer eine kleinere Map als The Crew. Die Map von The Crew ist ja mit einer der größten. Also nicht die größte, weil ich glaube, die größte Rennspiel Open World ist, glaube ich, Fuel. Was kein Mensch kennt. Aber ist egal. Auf jeden Fall mal gucken, wie es da noch wird. Jetzt geht's erstmal zum nächsten Thema. Das nächste Thema nächste Woche wird Crossplay. Das war, glaube ich, ein Vorschlag vom Sable und von noch jemandem. Ich weiß nicht mehr genau. Nächstes Mal Thema Crossplay. Also, was haltet ihr davon? Würdet ihr das nutzen? Was haltet ihr davon, wie Sony handhabt? Weil Sony will kein Crossplay. Microsoft, Nintendo, auf PC, alle können Crossplay, also bei vielen Spielen zumindest, beispielsweise eben bei Fortnite oder bei Rocket League. Nur auf PS4 bleiben wir quasi unter uns. Ist das gut, ist das schlecht? Schreibt es unten in die Kommentare, Hashtag Crossplay. Und natürlich Vorschläge für Themen der Woche sind immer gern gesehen. Dann kommen wir rüber zur Fragerunde und eure Fragen aus der 191 sind dran aus der letzten Ausgabe. Ihr könnt eure Fragen wie immer gerne unten in den Kommentaren stellen. Und wir fangen an mit den Systemfragen und dem Nummer 1. Meister Pixel, ich hätte meine Frage an dich. Wie kann man nochmal einstellen, dass Leute nicht sehen können, ob ich online bin oder nicht? Man kann nicht mal in Ruhe ein Spiel spielen oder einen Film gucken, ohne dass man immer Nachrichten bekommt oder irgendwelche Anfragen zum Beispiel, wie ich das komplett blocken kann. Das machen wir jetzt gleich mal. Genau, das an auf der PS4 und zwar auf Einstellungen... Nee, zunächst mal auf Einstellungen die Mitteilungen. Du kannst Mitteilungen jederzeit an- und ausschalten. Und zwar bei Pop-Up-Mitteilungen und dort eben Pop-Up-Mitteilungen anzeigen oder nicht anzeigen. Ich schalte das auch sehr gerne mal aus, wenn ich live streame, weil habe ich keinen Bock, dass dauernd irgendwelche Meldungen reinkommen. Deshalb, das kann man hier aus- und einschalten. Und das andere ist beim Profil selbst und beim Profil kann man einfach einstellen den Online-Status. Und da gibt es eben entweder, also bei unter Online-Status festlegen, entweder Online oder als Offline-Anzeigen. Eins von beidem. Und dann, wenn du als Offline angezeigt wirst, dann hast du auch quasi deine Ruhe. Ja. So. Dann schreibst du noch kurz eine Sache wegen Patreon. Musst das leider runterschrauben, weil es gab irgendwelche Probleme. Nein, alles klar. Ich sehe das ja, was bei Patreon immer abgeht, aber alles gut. Wunderbar. So, Gamerstack antwortet auch auf die Frage. Ja, ich habe es jetzt eh schon... erklärt, dann haben wir es eigentlich drin, aber es ist relativ easy. Eli, in was für eine Auflösung kann man mit einer 100 Mbit und 40 Mbit Upload streamen? Gamerscheck mit 1080p in 60 Frames, das würde ich sagen, ja geht. Es könnte sogar sein,
ob man es, eventuell könnte man sogar 4K streamen, allerdings wenn dann nur über Kabel und sonst darf eigentlich nichts im Netz laufen. Aber 4K-Streams lohnen sich überhaupt nicht, weil kein Mensch guckt 4K-Livestreams. Also 1080p, 60 FPS geht auf jeden Fall. Noch eine Frage von Eli. Ich habe die PS4 Pro CUH7016B. Ist das die neuere? Nein, ist sie nicht. Gamerscheck hat das schön aufgedröselt hier. Die 7016B ist das erste Modell und die 7116B ist das neuere Modell. Und B ist ja die Festplatte, das heißt, das ist die 1TB Festplatte. 7 ist, Moment, ach so, Moment mal, er steht ja dran. Modellnummer ist eingegliedert in die erste Zahl, das Modell, Standard Slim Pro, genau. Die erste Zahl ist, Standard ist die 1000, die 10, 11 und 12. Die Slim ist die 2000er, also 20 vorne. Die Pro ist die 7.0, 7.1 und so weiter. Zweite Zahl ist Baureihe. 0123, genau, ja. Mhm. Dritte und vierte Zahl ist der Ländercode. Genau, Ländercode für Deutschland ist 16. Deshalb ist immer die Modelle 16 hinten raus. Und letztes ein Buchstabe und sagt die Festplattengröße. Genau, A ist 500 GB und B ist 1 TB. Ja, da haben wir es ja schon komplett exakt definiert. Lennart, wo kann man sich dafür registrieren, dass man Updates testet? Hab gelesen, dass jetzt bald ein neues Software-Update, 6.0, glaube ich, kommen soll, welches man als Beta-Tester Mitte Juli oder sonst Mitte August erhält. Also ich weiß noch nichts von der Beta. Schreibt den Gamers-Check dazu. Wenn die Beta kommt, gibt es dafür immer eine entsprechende Anmeldeseite, aber 6.0 kommt nicht im Juli. Eine Beta dauert mindestens 4 Wochen und die Anmeldephase nochmal 2 Wochen. Davon abgesehen ist die 5.5.5 auch erst im Mai erschienen. Vor Ende 2018 wird dann nichts Neues kommen. Ich würde sogar sagen, Frühjahr 2019. Ja, schwierig. Also von der 6.0 habe ich auch noch nichts gehört. Mal schauen, wann es wirklich kommt. Ich habe keine Ahnung. Die Anmeldungen, die schalten sich dann erst frei, wenn Sony es ankündigt. Und dann würde ich an eurer Stelle mal den PlayStation-Blog, den deutschen, mal im Blick behalten, weil dort wird das immer verlinkt, die Beta-Anmeldung. Und da könnt ihr euch dann anmelden. Marvin, was ist und was macht HDR? Oh, das ist eine schöne Frage. Da muss man ein bisschen ausholen dazu. So, GamersCheck meint kurz gesagt, besseren Kontrast, heißt schwarz ist auch tiefschwarz und nicht mehr gräulich. Ja, es steckt aber noch viel mehr dahinter. Also das ist auch eine Auswirkung natürlich, der Kontrast. Aber wo soll ich denn anfangen? Also, man hat mit HDR, abgekürzt für High Dynamic Range, was bedeutet, es hat einen erweiterten Kontrastumfang, das Bild. Das heißt, jeder Farbton hat nicht mehr 256 Abstufungen, sondern 1024 Abstufungen. Also sprich, statt 8-Bit sind es 10-Bit Abstufungen pro Farbton, wie gesagt. Und das bedeutet, man hat viel mehr Farben da, man sieht mehr, also es ist besser, es gleicht eher dem menschlichen Auge, weil Monitore haben ja nämlich immer weniger Farbraum, als das menschliche Auge nah wahrnehmen kann. Mit HDR wird das mehr auf jeden Fall. Und dazu braucht es aber ein spezielles Gerät, das das unterstützt. Und natürlich das Spiel, was auch immer das Spiel da ist, das muss es auch unterstützen, weil diese Farben will man natürlich ansprechen. Der Eindruck, der dadurch entsteht, ist, dass man mehr in dunklen Tönen sich sehen kann und mehr in hellen Tönen sehen kann. Also bei normalen Monitor blendet das Ganze, blurrt das Ganze in schwarz oder in weiß irgendwann aus. Aber bei HDR sieht man eher noch mehr Details in hellen Tönen und genauso wie in dunklen Tönen. So, Und was bei HDR-Fans dann auch noch ist, die sind leuchtstärker. Das heißt, die blenden euch richtig, wenn helle Töne dargestellt werden, beispielsweise Sonne oder was auch immer. Und ja, insgesamt wirkt das Ganze einfach farbenprächtiger und einfach stimmiger und noch plastischer. So, dann geht's weiter zum Muluk. Der schreibt PS4-Fehlercode. Das war beim letzten Mal. Die Frage, jetzt hast du den Fehlercode noch nachgeschoben, das ist die 348780. Genau. Und wie komme ich zur Datenbank, fragst du noch? Hab keine Ahnung von den Einstellungen. Okay, dann schauen wir mal. Gamerscheck hat bestimmt schon die richtige Antwort parat. Der Fehlercode sagt aus, dass die Anwendung abgestürzt ist, also einmal neu installieren. Falls das öfter kommt, also falls das regelmäßig kommt, der Absturz, dann würde ich es neu installieren, nur dann aber.
So, und die Fehlermeldung ist dann, beim Ausführen der Anwendung ist ein Fehler aufgetreten. Ja. Datenbank aufbauen kommst du durch den abgesicherten Modus. Schalte das PS4-System aus, indem du die Power-Taste an der Vorderseite betätigst. Die Power-Kontrollleuchte blinkt einige Augenblicke und erlischt dann. Drück die Power-Taste erneut und halte sie gedrückt, sobald das PS4-System ausgeschaltet ist. Lass die Power-Taste los, wenn du 2 Pieptöne gehört hast. Wichtig, 2. Denn einen beim ersten Drücken und den anderen 7 Sekunden später. Genau. Und da ist auch noch ein Link dazu. Das ist auch in der letzten, einfach in der letzten Kommentarsektion, kommt man auf diesen Link. Von der letzten Ausgabe meine ich natürlich. Und ja, dann kommt man in den Sicherheitsmodus. Das ist jetzt, jawohl, das kann man sowieso von Zeit zu Zeit machen, die Datenbank neu aufbauen. Es kann nämlich sein, dass das System ein bisschen hängt oder ein bisschen komisch reagiert. Dann ist immer die Datenbank neu aufbauen eigentlich immer ein guter Weg, dass die PS4 mal ein bisschen wieder besser in Schwung kommt. So, wir kommen zu den Hardware-Fragen und dem Eli. Wie viel bekomme ich heute für 2 Sega-Konsolen und 2 Controller? Ja, das ist die große Frage. Gamerstrick sagt schon, welche Sega-Konsolen? Für Dreamcast bekommst du locker 50, für Master System hingegen höchstens 20. Vielleicht ist es auch ein Mega Drive. Es kommt darauf an, was für eine Konsole in was für einem Zustand ist. Ist die funktionsfähig und ist im besten Fall sogar die Packung dabei, weil dann kannst du gleich viel mehr verlangen. Weil Sammler zahlen richtig gut, wenn alles komplett da ist noch. Wenn es eigentlich verranzt ist, das Ganze, oder eben schlechten Zustand, dann entsprechend weniger. Letztlich schau einfach auf eBay, was ähnliche Konsolen da an Geld rausbringen. Tivoka, ich habe ein Problem mit meiner PS4, und zwar habe ich heute meine PS4 versucht anzuschalten, hat auch geklappt, dann musste ich die PlayStation-Taste drücken und den Controller zu verwenden, ja. Hier kommt auch mein Problem, mein Controller wird einfach nicht verbunden, ich kann so meine PS4 auch nicht ausschalten. Doch, du kannst die PS4 jederzeit am Gerät ausschalten. Da ist ein Ein- und Ausschalter. Aber letztlich geht es darum, ja, du sollst den Controller auf jeden Fall mit dem Kabel verbinden, wie auch Gamerstack schon schreibt, dann soll es auch klappen. Weil, ja, ich nehme an, der Controller hat einfach keine Verbindung zur PS4. Und um eine Verbindung zu einer PS4 oder einem neuen PS4 herzustellen, musst du ihn mit dem Kabel verbinden. Tobias, mach mal ein neues SCUF-Controller-Video von dem neuen DualShock 4. Ja, das ist mal lustige Aufforderung, weil letztlich, zum einen, SCUF-Controller sind sauteuer. Ich kann mal beim Hersteller anfragen, ob die mir vielleicht eins zur Verfügung stellen. Kann sein, weiß ich nicht. Weil die haben jetzt auch wieder einen neuen Controller, der sieht interessant aus. Es ist zum ersten Mal, glaube ich, auch eine Neuentwicklung. Das heißt, das ist nicht basierend auf DualShock 4 Technik, sondern komplett eigens entwickelt von denen. Also quasi wie der Razer oder wie der Nacon. Bisher, die SCUF-Controller sind ja quasi eigentlich hochgepimpte PS4 DualShock 4 Controller. Naja, aber ich schau mal. Ich weiß nicht, aber noch ein SCUF brauche ich fast gar nicht. Aber Coref, wo bekomme ich noch einen neuen PS3 Controller? Nicht zu teuer. Da gab es auch eine längere Diskussion. Ich habe das teilweise jetzt bei den Kommentaren auch noch weggeschnitten, weil sonst wird das hier uferlos. Ich war völlig überrascht. Ich dachte, PS3-Controller ist überhaupt kein Problem. Aber beispielsweise Amazon, das war in dieser Diskussion auch schon drin, Amazon, da gibt es nur dreiste Händler, die die Controller für 100 Euro verscheuern. Verstehe ich auch nicht. Auf eBay dagegen gibt es nur Nachmache. Controller, zwar günstig, aber alle aus China, die alle nicht, die einfach nicht original sind. Und ich glaube, der Gamerscheck hat da dort in diese Diskussion noch reingeschrieben, wo es noch einen für Normalpreis gibt. Ich war echt überrascht, dass es diesen PS3-Controller, dass es so beliebt ist und dass er nicht mehr lieferbar ist. Ich dachte, das ist absolut kein Problem, aber naja. Lennart, wie schnell Internet braucht man in den Spielen? Reicht eine Internetgeschwindigkeit von 30 Mbit Download und abgebaut von 10 Bit pro Sekunde? Sehr geil, abgebaut. Also auch eine geile Autokorrektur. Upload wurde zu abgebaut. Okay, ich würde sagen, grundsätzlich ja, 30 und 10 reicht. Gamerscheck meint auch, ja, 30 Mbit sind mehr ist genug als für einen Multiplayer. Wichtig ist vor allem Upload, dass du nicht dass es anfängt zu laggen. Ja, das sollten schon mindestens 5 Mbit drin sein, ja, würde ich auch sagen. Mit 5 Mbit Upload ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Definitiv. So. Der Michi, PS4 Slim oder PS4 Pro, was lohnt sich und warum? Oder doch lieber Xbox oder Switch? Auch bei dem Kommentar gab es eine riesen Diskussion, die habe ich jetzt nicht mit reingenommen, aber ihr habt euch da schon prächtig unterhalten. Also, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, welche Konsole soll ich mir kaufen, würde ich spontan sagen PS4 Pro.
Weil man so oder so früher oder später einen 4K-Fernseher oder 4K-Monitor hat. Und dann ist man froh, wenn man eine PS4 Pro hat. So. Warum keine Xbox One X? Weil die ist ja technisch eigentlich besser. Und der Grund dafür ist Software. Auf der PS4 gibt es einfach mehr geile Spiele und mehr exklusive Spiele als auf der Xbox. Auch wenn die Xbox One X tatsächlich das bessere Gerät ist, ganz ehrlich. Es ist aktuell die stärkste Konsole, die es auf dem Markt gibt, aber sie hat halt wenig zu bieten, softwaremäßig. Switch ist wieder ein Sonderfall. Switch ist für die Leute, die daheim zocken, aber auch unterwegs weiter zocken wollen. Und das ist eigentlich das Schöne an der Switch, die ist von der Hardware eigentlich völlig unterlegen, aber für eine Handheld-Konsole für unterwegs ist die hammergut. Ist auch besser als jedes Handy, finde ich, zum Zocken. Und ja, es gibt eben natürlich die Nintendo-Spiele, Mario Kart, Mario Odyssey und so weiter. Und deswegen ist es halt immer, finde ich, die Switch immer eine gute Zweitkonsole irgendwo. Wir kommen zu den Spielefragen und DJen. Ich werde einmal das Thema Spiele ansprechen aus meiner eigenen Sicht. Da ich mehr ein Fan von Rennspielen bin, ist die Erscheinung eines Motorradspiels für mich eine gute Nachricht. Das bringt mich auch zum Thema PS4. Ich weiß, das ist auch Bezug nehmend auf die letzte Ausgabe. Da gab es, ich glaube, MXGP, irgendein Motorradspiel ist rausgekommen, wo ich wieder gesagt habe, interessiert mich nicht. Aber ich weiß, es gibt genug Leute, die interessiert es natürlich, ja. So, dann Thema PS4 schreibst du. Was mich jetzt bis jetzt davon abgehalten hat, eine PS4 zu kaufen, ist, dass man nur online spielen muss. In Anführungszeichen. Gibt zwar Alternativen, doch wenn online nicht zwingend notwendig wäre, hätte ich schon längst eine PS4 gekauft. Die Preise der PS4 und dem Zubehör sind Gewalt, um nicht zu sagen sauig. Was schreibst du denn da? Okay, ja. Ich lese das mal komplett vor. Zurück zum Thema Spiele. Jedes Spiel hat seine treue Fangemeinde, egal welches Genre. Gran Turismo sollte VR-tauglich gemacht werden, solange bleibe ich bei PS2 und den Retro-Spielen. Ah, wäre es eine Riesenverbesserung, aber das alles nur meine Ansicht. Okay, also wo soll ich jetzt anfangen? Also, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das ist so ein Gerücht, das da und rumgeht. Man braucht nicht zwingend online auf der PS4. Man kann offline spielen. Es kommt natürlich aufs Spiel an. Beispielsweise, es gibt natürlich Spiele wie Fortnite oder sagen wir Gran Turismo Sport. Die brauchen eine Online-Verbindung, damit sie funktionieren. Aber selbst da braucht man nicht zahlen. Damit ihr eine Online-Verbindung habt, braucht ihr nur ein kostenloses PSN-Konto. Das ist kostenlos grundsätzlich. Nur wenn ihr gegeneinander zocken wollt mit anderen Freunden, dann braucht ihr PS Plus und das kostet was. Aber grundsätzlich könnt ihr gratis online gehen. Also auch in den Store und so weiter und Zeug kaufen oder Messages schreiben. Super Aussprache heute mal wieder am Start. Ja, so, das mal. Preise PS4 und Zubehör finde ich okay. Also die PS4 wird immer billiger. Das heißt, du kriegst sie ja teilweise für 200 Euro, sogar neu. Zubehör ist ein bisschen teurer, das stimmt. Also die PS4 DualShock Controller sind halbwegs teuer, aber teilweise, wie gesagt, ihr rappt kürzlich aus der Angebote mit, was war es, 35 Euro oder 40 Euro für einen Controller und das ist echt gut. Und VR ist in Gran Turismo so halb drin, ja, das ist noch ein Problem, das stimmt. Aber VR, da kommen wir eh gleich dazu, da gibt es auch noch einen großen Kommentar dazu. VR ist auch so eine Sache. Hatten wir beim letzten Mal das Thema VR. Aber das bewegt euch auch noch irgendwie. Schauen wir mal, was der JNNK dazu schreibt. Der eingeschränkte VR-Modus in GT Sport ist wirklich blöd, aber immerhin gibt es die Wipeout Omega Collection komplett in VR. Das sind drei große Spiele, die man sich 100% in VR zocken lassen. Ja, Resident Evil 7 natürlich auch noch. Verstehe auch die allgemeine Meinung hier nicht. Es würden kaum noch VR-Games kommen. Dieses Jahr kommen mehr VR-Games als jemals zuvor, aber die meisten gucken wahrscheinlich nur die E3 und das war's. Die diesjährigen VR-Spiele wurden zum Großteil schon vor einem Monat vor der E3 angekündigt. Da kommen Spiele wie Blood and Truth, Evasion, Dreams, Derasin, Astrobot Rescue Mission, Ace Combat 7, Firewall, Zero Hour, Persistence und noch vieles mehr. Ja, das stimmt. Es gibt. Okay, nee, schauen wir mal, was schreibt den Gamers-Check? Du musst nicht online spielen bei der PS4, okay, das haben wir, das ist so nicht richtig, das heißt, es ist kein PS Plus nötig, um Singleplayer-Spiele zu spielen. Die Updates bekommst du auch ohne PS Plus, lediglich Multiplayer brauchst du PS Plus, genau. Free-to-Play-Spiele funktionieren ganz auch ohne, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, stimmt. Ganz anders wie bei der Xbox One, da brauchst du auch für Free-to-Play Xbox Gold. Das wusste ich jetzt so auch nicht ganz. Okay, zum Thema VR, ja. Es kommen, natürlich kommen Spiele raus, aber ganz ehrlich, viele sind eher, ich sag mal, kleinere Titel. Abgesehen ist beispielsweise wie
Ace Combat 7, da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, das ist auch komplett in VR spielbar. Dann wird das ein richtiger Burner, definitiv. Aber im Vergleich zu so normalen, konventionellen Spielen ist VR einfach ein kleineres Thema. Und ich habe halt wenig Hoffnung, dass sich das noch ganz groß ändern wird. So, Kevin, glaubst du, dass der neue Porsche 919 Evo bei GT Sport eingefügt wird? Damit hat ja jemand 5 Minuten 19 auf der Nordschleife geschafft. Das Auto ist mega heftig, hätte voll Bock drauf, aber wahrscheinlich wäre er dann Gruppe X, sonst wäre er zu krass, würde alle Gruppe 1 Wagen abziehen. Ja, würde er, der ist ja auch nicht regelkonform eigentlich für Gruppe 1, so gesehen. Wäre Hammer, wenn er kommen würde, der Evo, aber ich glaube es irgendwie nicht so recht, weil es ist immer so eine Sache, was bei Gran Turismo als nächstes für Autos kommen. Und naja, da müssen wir uns nach dem Entwickler richten, was die einbauen. Naja. Politik wissen, welches Spielegenre gefällt dir am meisten? Aktuell sind es Rennspiele und Simulationen. Vielleicht auch mal Aufbaustrategie, mag ich auch. Und natürlich Action und Action-Adventures. Technik Kobold, welchen Teil der Assassin's Creed-Reihe gefällt dir am meisten? Am besten? Ganz einfach, Assassin's Creed 4 Black Flag. Einfach wegen der Piratenthematik. Ich sag's immer wieder, aber ich sag's noch mal kurz. Man hat nicht nur die Schleichansätze, man hat ein eigenes verdammtes Piratenschiff und das ist einfach das Coolste überhaupt, ja. So, dann noch eine Frage von dir. Würdest du mir die Far Cry 3 Classic Edition auf der PS4 empfehlen, wenn mir Far Cry 4 auf der PS4 nicht wirklich gefallen hat? Der K-Chef meint dazu, wenn dir Far Cry 4 nicht gefallen hat, wird dir Far Cry 3 mit Sicherheit auch nicht gefallen. Das Spielprinzip ist gleich. Ja, das kommt hin. Leider. Wobei Far Cry 3 hat immer noch den besten Bösewicht der ganzen Serie. Aber es ist spielerisch ganz, ganz ähnlich, ja. Daniel, ist dir aufgefallen, dass bei den GT Sport Online-Rennen im Rennen selbst das Fahrverhalten der Autos anders ist im Vergleich zum freien Training? Das heißt, die Autos rutschen mehr, obwohl BOP an, Reifenverschleiß und Benzinverbrauch ausgeschaltet ist. Da hat der Solanzlos eine recht korrekte Schlussfolgerung oder Meinung. Ja, das ist richtig. Das liegt aber, glaube ich, primär daran, dass man die Bodenhaftung online einstellen kann. Reifenverschleiß und Benzinverbrauch haben ebenfalls einen Effekt. Okay, wenn sie angeschaltet sind. Fazit: Offline im Zeittraining ist man schon seit GT6, eventuell auch seit GT5 schneller als in einer Online-Lobby mit realistischen oder realistischer Renneinstellungen. Das stimmt, das habe ich auch beobachtet. Das ist völlig strange. Wenn ihr offline Zeitfahren macht, habt ihr eine bessere Zeit, als wenn ihr online in der Lobby fahrt, obwohl die Voraussetzungen alle sonst dieselben sind. Es ist irgendwie strange. Moment. Hier fängt es gerade an zu regnen, deshalb muss ich irgendwie das Fenster zumachen, weil sonst regnet es hier rein und dann stehe ich unter Wasser. So, Le Mans Fan, hi Pixel, was hältst du von Train Sim World? Das kommt ja am 24. Juli für die PS4. Da bin ich richtig gespannt drauf, wobei, ja doch eigentlich schon, aber ich habe es auf PC ja schon. Das heißt, ich denke, auf PS4 wird es auch richtig gut. Was mich stört an Train Sim World ist, sind die DLCs. Die sind nämlich irre teuer und im Grundspiel, zumindest auf PC, ist viel zu wenig drin an Inhalt. Auf der PS4 kommt ja gleich noch eine Spezialedition raus mit ein paar DLCs drin. Da muss man mal gucken, wie viel Umfang das wirklich hat. Coole Sache auf jeden Fall. Bin trotzdem gespannt drauf. Ja. So, und dann haben wir nochmal JNNNK. Nochmal zum Thema VR. Hast du vorhin schon was geschrieben, aber du hast jetzt hier nochmal aufgeschrieben, was eigentlich cool an VR ist. Du schreibst nämlich, ich sehe eigentlich anders. Eben in Bezug auf das letzte Mal. Ich finde, es gibt mehr als genug Futter für die VR, insbesondere nach Farpoint kam nichts mehr. Ja, habe ich behauptet, das stimmt. Mir ist zumindest jetzt nichts eingefallen. So, erstmal eine kleine Liste zusammengestellt und du hast recht, ich habe, ja, aber schauen wir mal. Skyrim VR, ja, absolut. Skyrim habe ich komplett übersehen, ganz ehrlich. Farpoint hatten wir als Thema. Wipeout, Omega Collection, klar. Resident Evil 7, absolut, ja. Doom VFR, richtig, das übersehe ich auch. Moss auch ein super Titel. Superhot VR, ja. I Expect You to Die. Star Trek Bridge Crew, super lustig, ja. Arizona Sunshine, Spark, Res Infinite, Rec Room, Rec Royal. Ja, Job Simulator fällt mir noch ein. Das ist auch noch so ein Spiel. Ich finde, das ist ein Pflichtspiel für VR. Job Simulator, das ist einfach, weil es so absurd lustig ist. Und demnächst, das haben wir bei vorhin eigentlich schon mal, hast du schon geschrieben, nochmal demnächst, was für VR kommt, ist Firewall, Zero Hour, Ace Combat 7, Blood and Truth, Evasion, The Persistence, Dreams, Astrobot Rescue Mission, Golem, Megalith,
Beat Saber, Star Child, Derosene, Transference. Mindestens die Hälfte der Spiele, von denen habe ich noch nie was gehört, ganz ehrlich. Aber wo ich mich richtig freue drauf, ist Ace Combat 7. Das wird richtig, ich hoffe, das wird so fett, weil ich habe es letztes Jahr auf der Gamescom schon mal anspielen können. Da gab es kurz als Demo, mit VR auch. Und wenn sie das hinkriegen, dann wäre das richtig schön. Naja. So, also dann schreibst du noch. Also bei dem, was dieses Jahr noch kommt, sehe ich nichts von der Hype ist vorbei. Es geht gerade erst richtig los. Hast du dich mit dem diesjährigen Line-Up nicht auseinandergesetzt oder interessieren dich all diese Spiele nicht? Ich denke, letzteres. Ich denke, das sehen einige deutlich besser aus als das, was wir bisher in 1,5 Jahren bekommen haben. Ja. Warten wir mal ab. Also, ja, natürlich kommt VR aus, aber ich habe halt so einen Eindruck, innerhalb der Branche ist dieser Boom vorbei. Es ist nicht nur PSVR, sondern auch Oculus und Vive, habe ich das Gefühl. Nichtsdestotrotz, da kommen noch gute Spiele, ja. Hast du es auch aufgezählt. So. Dann bezüglich Übelkeit und Motion Sickness, bei den meisten Leuten ist eine Gewöhnungssache. Ich bin mir relativ sicher, dass 90% aller Menschen übel werden würde, wenn sie direkt ein Skyrim in VR zocken. Man muss sich mit kleineren stationären Spielen erstmal dran gewöhnen. Später klappt das dann auch stundenlanges Skyrim in VR. PS, macht nochmal ein Video über bald erscheinende PSVR-Games. Ja, ich schaffe es ja nicht mal ein Video zu machen über an sich kommende Games. Also ich habe jetzt letztens noch ein Video gemacht mit der E3. Das ist ja eigentlich schon mal eine gute Vorschau auf das Jahr. Schwierig. Dann schreibst du noch einen der Hauptgründe, warum VR derzeit noch relativ klein ist. Circa 3 Millionen PSVR-Headsets versus 70 Millionen PS4. Ist sicherlich auch der, dass es oft sehr falsch oder gar nicht über VR berichtet wird und der Mainstream-Konsument daher gar keine Ahnung hat, welche Spiele es gibt und welche kommen. Ja, es fehlt natürlich auch Marketing, das stimmt absolut, weil da hat auch Sony zurückgefahren. Die bewerben das ganz fast nicht mehr, habe ich das Gefühl, und das ist so ein bisschen abgefahren, der Zug. Habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie Sony das selbst sieht, aber ich habe so das Gefühl, es wurde zuerst gepusht und jetzt ist es so, ja, es ist halt jetzt in der Nische drin. Ja, ein Nachteil ist übrigens noch vergessen, die Auflösung. Die ist definitiv ein Nachteil. Aber gut, egal. Willkommen zum allgemeinen Fragen, beziehungsweise zum letzten Kommentar von heute. Der kommt vom Daniel, der schreibt: Thomas, ist der Kanal finanziell so safe, dass du auf jeden Fall weitermachen kannst? Denn das ganze Equipment kostet sicherlich Geld. Ja, das tut's, aber ja, letztlich ist es ja ein Hobby. Und naja, in ein Hobby steckt man ja immer mehr Geld, als was rauskommt. Beziehungsweise mit einem Hobby verdient man normalerweise kein Geld. Mit YouTube kann man ein bisschen Geld verdienen, aber letztlich stecke ich natürlich mehr rein, als rauskommt. Sagen wir es mal so. Aber es ist egal, weil es macht ja Spaß, sonst würde ich das Ganze nicht machen. Ja. So, das, meine lieben Leute, war's mit der Pixel Show 192. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren, ein Gefällt mir da lassen und natürlich das Ganze gerne auf Patreon supporten. Und da geht auch mein herzliches Dankeschön an meine Patreon-Supporter, nämlich den Kilian, den Mike, den Michel, den Gamerscheck, den Sascha, den Buster2K6, den Pete, den Gianluca und den Nummer 1. Vielen Dank dafür und ihr könnt das Ganze natürlich auch, wenn ihr wollt, gerne supporten. Ansonsten, man sieht sich gerne beim nächsten Video. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bis dahin.